was für unfucking fassbar geiles Wetter die Woche, oder? Es ist endlich so halbwegs richtig Frühling. Eigentlich perfekt, um ein bisschen an den See zu gehen, nicht? Ein bisschen kritisch, wegen Corona noch, aber wegen dem gehen wir ein bisschen mehr Abstand, aber man weiss nie, da gibt es so viele Leute. Ganz gute Sache ist das. Ein bisschen am Rand? Ja, ein bisschen am Rand, aber trotzdem, ich gehe trotzdem noch See und so, weil, weißt du, ein bisschen mit Mädels und so, man. Weißt du, ein bisschen mit Mädels und so, man. Das kannst du nicht bringen. Ja, die Frühlingsgefühle sind natürlich jetzt nicht dem schönen Wetter alleine geschuldet. Da gibt es ja auch noch andere Glückshormone. In Winterthur zum Beispiel hat man nach dem Göpsi gegen den grossen FC Basel mehr als genug von denen. Endlich ist das Winter fucking City gegen den Rest! Und der Rest ist scheißegal, Mann! Der Rest ist scheißegal! Ich denke mir so. Lord Jesus, save us! Geil! Es geht nicht geil, dass es Winterthur. Ja. Ja und nein. Winterthur brennt. Gut 100 Fans lassen sich's nicht nehmen, ihre Göpphelden am 10 in der Nacht euphorisch zu empfangen. Während sie in Winti noch feiern, herrscht in Basel der Kater danach. Katastrophale Leistung. Katastrophale. Das ist nicht korrekt. Auf so eine Kanterniederlage folgt meistens nur eine Sache. Aber ich glaube, der Trainerwechsel steht jetzt schon kurz bevor, oder? Absolut. Bei uns steht jetzt ein Sendungswechsel an. Und zwar gehen wir jetzt zu unserer Lieblings-Dating-Sendung «First Dates». Die hat zwar einen englischen Titel, aber die Protagonistinnen und Protagonisten, das sind jetzt nicht so die ganz grossen Sprachvirtuosen. Also ich würde mich tatsächlich für die Knotschi entscheiden. Das hat sie gerade nicht wirklich gesagt. Ich würde mich tatsächlich für die Knotschi entscheiden. Porco Dio! Die Knotschi, Knotschi, Knotschi. È possibile, porca alla Madonna! Ich glaube für uns beide das Rinder Cappuccino. Rinder Cappuccino? Wie heißt die italienische Spezialität mit den hauchdünnen rohen Fleischscheiben? Rinder Cappuccino. Tu, per te spucken! Rinder Cappuccino. Er ist ganz erschlochen. Ich hoffe es nicht. Zuerst aber, wenn wir mit dem Schmunzeln... Oh, Entschuldigung, da sind wir verrutscht. Fangen gerade nochmal an. Nein, wir machen nahtlos weiter. Und an dieser Stelle jetzt auch gerade eine Warnung für alle die, die im Moment gerade am Essen sind. Es könnte sein, dass ihr in den nächsten paar Sekunden euren Hunger verliert. Und ihn auch nicht mehr findet. Keine Spur von Altersmüdigkeit bei Wolfgang. Ich sehe nur die Zahl 77, aber ich fühle mich nicht wie 77. Mama ist 17 raus, ja. Wie alt ist dieser rüstige FKK-Rentner eigentlich? Ja, rate mal. Du bist in Rente. Du bist schon so 72, ne? Ich bin jetzt 77. Du bist aber noch gar nicht top, ne? Ja, ich schätze, du bist 68. 65. Ja, ja, ist in die Nähe. It was at this moment he knew. He fucked up. Trotzdem macht er weiter, ohne Rücksicht auf Verluste. Also ein Thema haben wir nicht gesprochen. Über was? Über Sex. Wir? Weil, ja. Ja, es gehört dazu, ne? Na gut, okay. Und später am Abend dann... Ich möchte, dass du weißt, dass ich safer Sex praktiziere. Genau wie ich. Die älteren Semester, die scheinen ganz schön aufgeklärt, was man jetzt von den Jüngeren nicht zwingend kann behaupten. Ich denke, dass das man für vorne benutzen kann, ne? Vielleicht auch mal an den Glitirus oder wie das heißt, rumspielen. Glitirus. Das Gerät stimuliert nicht nur den G-Punkt, sondern auch den Anus. Oh, Anus. Anus Knactus. Was heißt ein Anus? Boah, krass. Echt jetzt? Ja, was ist der Anus? Klär mich kurz auf. Das, was bei dir am größten ist. Na, aber bei mir hinten kommt nichts rein. Was? Die Hüllen fallen lassen? Was heißt das? Weiß nicht, was heißt? Nee. Ausziehen. Okay. Glaube ich, oder? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Wenn man da reingeht, muss es doch irgendwo hier drin, muss der doch G-Punkt sein, oder? Ich dachte, den anderen G-Punkt, den oben drauf, oder nicht? Hä? Das ist der Kitzler. Was weiß ich, was das ist. Was? Ador? Time?
Weißt du, was Ador heißt? Ador. Weiß ich nicht. Jetzt wirst du krass überrascht sein. Okay, was heißt? Das heißt Liebe auf Französisch. Oh la la, wir haben einen Gast aus Frankreich. Das heißt Liebe auf Französisch. Echt? Ich schwöre. Das ist nicht richtig. Oh. Das ist alles nicht korrekt. Wir kommen zum Wetter. Frühling ist ja immer so ein bisschen an Heubrause im Herzen. Ob der Petrus jetzt für eine Heubrause am Himmel sorgt, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ich komme nicht mehr draus. Da hören wir doch lieber diesem rüstigen Rentner beim Wetteransagen zu. Aber du hast dich interessiert fürs Wetter, gell? Ja, ja. Stimmt das, dass du jeden Tag aufschreibst, was für Wetter ist? Ja, das schreibe ich auch auf, ja. Was schreibst du denn auf? Was hast du heute aufgeschrieben? Ja, schön. Und jetzt bekommt er sogar die Chance, neben Thomas Bucheli auf dem SRF-Meteodach den Wetterbericht zu moderieren. Wie süß ist das denn bitte? So, ja, jetzt haben wir Wolken von Westen. Da muss man zuerst die Leute begrüßen. Du musst zuerst die Leute begrüßen. Guten Abend miteinander. Herzlichen Meteo. Und jetzt? Ja, jetzt haben wir eine Wolke von Westen. Die werden vielleicht morgen zu uns kommen. Nachher gehen sie wieder. Temperaturen. Nacht 0 Grad, minus 1. Engadin minus 12. Wunderbar. Das sind 8. Wenn es eine Rauchabejagd hinter dem Haus, dann kommt es auch weg. Wenn es so ist, Höhenmeter. Aber festen kann man eben nicht wegen der Corona. Balti, du bist grossartig. Eine grosse Scheiße ist das. Ja, so würden wir jetzt nicht unbedingt reden, aber, sinngemäss. Jetzt müssen wir einfach abwarten, bis das Zeug vorbei ist. Dein Traum ist in Erfüllung gegangen, oder? Ist gut gewesen dort oben? Ja, tipptopp. Tipptopp. Ganz gut. Das war wirklich eine richtig geile Scheiße gerade. Ich hoffe, ihr habt auch in dieser Ausgabe wieder richtig schön können lachen. Falls das bis jetzt tatsächlich noch nicht passiert sein sollte, zum Schluss noch eine kleine Try Not To Laugh Challenge für euch. Ich hab's eben noch. Es ist schön, dass es dir gut geht, Dani. Ich kann sie Momente für die Ewigkeit, wie du mit einem Nudelholz. Das ist. Ich wollte eigentlich erzählen, was wir die nächste halbe Stunde machen. Ist jetzt aber auch scheißegal. Hier ist Max Oppel mit den Nachrichten. Ja, schönen guten Morgen. Why are you laughing? I do not know. This is. But it was a wonderful feeling.